Willkommen zu einem neuen TechView Podcast, der Tech-Show rund um Gadgets, Linux, Open Source und Co. Und diesmal geht es um was komplett anderes, denn es geht um Games. Die Gamescom 2019 hat vor ein paar Wochen in Köln stattgefunden. Ich habe mir das Ganze ein bisschen angeschaut und habe mir da vor allen Dingen auch die Indie-Games angeschaut und mich darauf konzentriert. Ich hatte bereits in einem vorigen TechView Podcast mal darüber berichtet, was es so alles für interessante AAA-Titel gibt, die man dort spielen konnte. Aber jetzt konzentriere ich mich auf die Indie-Games und dort gab es einige sehr interessante Indie-Games, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Den Anfang machte Lunar Knights. Das ist ein 2D-Action-Plattformer im Stil von Metroidvania. Also ihr kennt das, Pixel-Grafik trifft auf Geballere. Wer Action erleben möchte und ein Adventure und das in einer Zickzack-Grafik, der kann auch Tunic mal ausprobieren. Nettes Spiel. Etwas spannender fand ich dann das Cyberpunk-Spiel Virtuaverse, das mit einer Pixel-Grafik daherkommt und im Stile von Blade Runner. Point-and-Click-Adventure-Elemente von Monkey Island bzw. Indiana Jones miteinander verbindet. Echt einen Blick wert, wie ich finde. Ist leider noch nicht draußen, sonst hätte ich mir das direkt geholt. Wer lieber etwas im Weltraum rumfliegen möchte und eine Simulation erleben möchte mit Action-Elementen, das alles im Weltraum, der kann sich Avorian anschauen. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Die Grafik sieht sehr schön aus und die Simulationselemente, der Aufbau klappt auch wunderbar. Derpy Konga ist so eine Art Lemmings in 3D, wo man als gelbes Alien im Grunde genommen auf einem Planeten landet und dort die Schleimwesen, die jetzt hier lila dargestellt sind, an die Hand nimmt und versucht zu retten, indem man sie in ein UFO nimmt. Dazu muss man alle einsammeln, dazu muss man also durch das Level herumlaufen und versuchen, weitere dieser Schleimmonster zu finden. Das hat natürlich auch nette Effekte, wie beispielsweise, dass wenn man da jetzt die Schleimmonster findet, die alle sich gegenseitig an die Hand nehmen müssen und dadurch natürlich auch Zieh- und Dehneffekte passieren und das wirkt recht lustig und knuffig. Mit Have a Blast kann man einen kleinen Weltraumfight haben, bei dem man noch eine Besonderheit hat, dass eben einem die Munition ausgeht und man Munition einsammeln muss, um den Gegner zu besiegen. In Figment kämpft man in einer Traumwelt, die sehr fantastisch und knuffelig aussieht, gegen Albtraummonster. Interessante Idee. Wer Fußball nicht lieber in Echtzeit spielen möchte, sondern eher die Taktik planen möchte und dann so eine Art Taktik-Point-and-Click machen möchte, der kann mit Football Tactics in Glory auch sicherlich warm werden. Wo wir bei Pixel Look und Castlevania waren, mit Cyber Shadow gibt es noch ein weiteres Spiel, was diesen Look und diesen Artstyle mit sich bringt. Ein ziemlich interessantes Spiel, was ich gefunden habe, nennt sich Nanotale. Das sieht auf den ersten Blick aus wie so ein klassisches Rollenspiel. Allerdings hat es ein paar Besonderheiten, denn wie ihr hier im Gameplay auch sehen könnt, haben die Benutzer eigentlich die Hände die ganze Zeit auf der Tastatur. Und das hat einen Grund, denn es nennt sich auch Keyboard Chronicles, weil es im Grunde genommen ja nichts anderes macht als keinen Klick. Mausklick mehr zu erlauben, sondern ihr könnt die Spielfigur mit der Tastatur steuern und müsst Aktionen auf der Tastatur schreiben, um sie ausführen zu können, wie beispielsweise einen Gegner anzugreifen. Also eine nette Idee, wie ich finde, und dafür auf jeden Fall 2 Daumen nach oben. Answernaut ist auch ein sehr interessantes Spiel für Leute, die so ein bisschen auf Detektivspiele stehen oder auf Rätselspiele stehen, denn ihr müsst anhand von Hinweisen in einem Raum oder in einem Gebäude herausfinden, was passiert ist, wer ihr seid und welche Sachen euch da Hinweise geben könnt. Das könnt ihr natürlich nur dadurch erfahren, indem ihr durch diesen Raum oder durch dieses Gebäude herumlauft und dann halt eben dort nach Hinweisen sucht und da drauf klickt und dann Hinweise miteinander verbindet. Ein sehr interessantes Spielkonzept, wie ich finde. Weltraumschlachten auf fremden Planeten. Man
landet auf einem fremden Planeten, muss sich da gegen Aliens behaupten, muss Forschung betreiben und das alles in einer isometrischen 2D-Ansicht mit einer hübschen 3D-Grafik, mit netten Effekten, Soundeffekten und natürlich auch Grafikeffekten und man kann sich herumballern. Also das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Beacon, tolles Spiel. Andere Indie-Games wie Unforeseen Incident kommen sogar handgezeichnet daher und können auch auf Konsolen gespielt werden, wie einer Nintendo Switch zum Beispiel. Apropos handgezeichnet, Minute of Islands ist auch so ein Spiel, was sehr handgezeichnet aussieht und es ist ein Rätsel-Adventure-Spiel mit einer Hauptprotagonistin, die keine Arme zu haben scheint oder zumindest immer unter ihrem Regencape versteckt. Interessantes Spielkonzept und ja, auch interessante Grafik. Kommen wir nochmal zurück zu einer Weltraumschlacht bzw. einer Weltraumsimulation, wo man rumfliegen kann und Gegner abballern kann, in einer wunderhübschen Grafik verpackt und das Ganze von einem Entwicklerstudio hier aus Deutschland, Everspace 2 nennt sich das Ganze und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es lohnt sich da mal reinzuschauen. Das wohl kurioseste Spiel, was ich auf der Gamescom gefunden habe, ist der Speaking Simulator. Ihr steuert dabei einen Roboter, der keine Ahnung hat, wie man spricht. Und ihr müsst dabei die Zunge steuern des Roboters in dem Gebiss selber und müsst da bestimmte Knöpfe und Aktionen ausführen, damit der Roboter reden kann. Das wirkt schon ziemlich, ziemlich kurios und genauso wie es sich, wie es sich anhört, fühlt es sich auch an, wenn man das ganze Spiel spielt. Man lacht sich teilweise schräg und kaputt von den Dialogtexten, aber auch natürlich von der Bewegung des Roboters selber, die man da ausführen kann. Also das ist wirklich eines der kuriosesten und lustigsten Spiele, die ich seit Jahren auf der Gamescom gesehen habe. Und 2 Daumen nach oben für diesen Fun-Faktor auf jeden Fall. Abseits von virtuellen Spielen gibt es auf der Gamescom natürlich auch echte Spiele. Wer die Gamescom also noch nicht erlebt hat, sollte da auf jeden Fall mal vorbeikommen. Man kann sich auch körperlich betätigen. Und das gilt auch für Leute, die tanzen mögen. Ubisoft hatte dort einen großen Stand, wo man halt eben mittanzen konnte. Und wie ihr sehen könnt, ja, da war eine ganze Menge los und viele Leute hatten da richtig Spaß am Schwitzen, am Tanzen und daraus resultierenden Schweiß. Nun ja, die Gamescom auf jeden Fall einen Blick wert. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kurzer Umblick und Rundumblick rund um die Gamescom. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt natürlich abonnieren, könnt das Ganze liken und bis zur nächsten TechView Podcast Folge.